Warum ist die Eigenverantwortung wichtig? Also ich bin so erzogen worden. Ja? Jeder ist seines Glückes Schmied und du trägst die Verantwortung für dein Handeln und solltest dich im Leben auch nicht auf andere verlassen müssen. Konkret heißt es, du bist Teil der Gesellschaft und solltest es vermeiden, dass diese Gesellschaft für dich aufkommen muss. Und dafür müssen natürlich die Voraussetzungen stimmen. Das bedeutet beste Bildung, Chancengleichheit und Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich euch was erzählen darf aus der Praxis, als ich meine Kinder erzogen habe und die kamen dann ja, manchmal morgens und wollten eine Entschuldigung, weil sie vergessen hatten, für einen Test oder für eine Arbeit zu lernen, dann gab es das von mir nicht. Und so haben sie vielleicht gelernt, die Konsequenzen für ihr Nichthandeln zu tragen. Heute, wo sie auf sich selbst gestellt sind, sind sie mir dankbar dafür.